Am vergangenen Freitag gastierte die Show Don't Stop the Music, The Evolution of Dance im König-Albert-Theater in Bad Elster. Talentierte Tänzer, atemberaubende Choreografien und die größten Hits aller Zeiten vereinten sich zu einer großartigen Darbietung und das Publikum kam voll auf seine Kosten. Don't stop the music. Please don't stop the music. Wenn das Publikum im König-Albert-Theater so aus sich herausgeht, dann nicht ohne Grund. Zeitlich befinden wir uns hier zwar gerade am Ende der Veranstaltung, doch war die Begeisterung während der gesamten Show ungebrochen. Musik und Tanz begeistert jung und alt und dementsprechend weit war die Altersstruktur. Don't Stop the Music. Der Name ist Programm. Don't Stop the Music ist eine Tanzshow. Das heißt, wir entführen die Gäste auf eine Zeitreise durch die einzelnen Jahrzehnte, die verschiedenen Tänze der Jahrzehnte, mit dem passenden Kostüm natürlich, die passende Musik. Das Ganze ist verpackt als Radiosendung. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier bei Radio Planet Dance FM. Musik, die in die Beine geht. Das heißt, wir befinden uns am Anfang der Show in einem Tanzstudio. Die Künstler oder Tänzer in diesem Fall strecken und dehnen sich gerade. Einer kommt natürlich zu spät, kommt mit dem Ghetto-Blaster, macht das Radio an und die Radiosendung beginnt und die Tänzer der Tanzschule finden sich in dieser Welt der Tänze wieder. Das wird so durchgeführt, es wird Großsong, werden immer wieder Radiomoderatoren-Parts eingespielt. Wo auch was zu den Tänzen erzählt wird, was zu den Jahrzehnten erzählt wird. Hier erfährt der Musik- und Tanzfreund Altbekanntes, aber auch Neues. Und die Künstler haben die Gelegenheit, sich umzuziehen. Sie alle sind großartige Performer in ihrem Tanzbereich. Stepptanz, klassisches Ballett, Breakdance, moderner Freestyle und Streetdance, alles ist vertreten. Woher kommt die Show? Das ist die Firma, die New Metropole Concerts GmbH, für die ich auch arbeite. Unsere Tänzer kommen alle aus Kuba. Wir arbeiten eng mit dem kubanischen Kulturministerium zusammen. In dem Zuge wurde uns auch diese Gruppe vorgestellt. Fand mal gut, waren alle auf einem professionellen, hohen Niveau, konnten alle die verschiedenen Tänze schon längst tanzen. Dann haben wir gedacht, okay, machen wir jetzt die Show draus. Und die läuft sehr erfolgreich. Wir sind in Deutschland relativ flächendeckend unterwegs. Also wir fahren morgen Richtung München, wir waren im Norden relativ viel unterwegs. Wir waren in Österreich, wir waren in der Schweiz. Für diejenigen, die die Show in Bad Elster nicht erleben konnten, eine gute Nachricht. Es gibt noch zwei Folgetermine ganz in der Nähe. Wir sind noch mal in Plauen, wir sind auch noch mal in Aue. Wie eingangs gesagt, durch die große zeitliche Spanne, sprich von den frühen 30er Jahren bis in die Gegenwart, wurden alle Geschmäcker bedient. Ein geniales Konzept mit Applausgarantie.